Moin Leute und herzlich willkommen beim neuen Monster Untest. Ich habe mir gedacht, weil ich mich beim letzten Mal nicht so wirklich entscheiden konnte und es dem Glück überlassen habe und zwischen Bazooka-Typi Varuna und Metalhead nicht genau wusste, für wen ich mich entscheiden sollte, habe ich Varuna genommen durch das Zufallsprinzip. Jetzt werde ich Metalhead nehmen, einfach weil ich gerade Lust auf ihn habe. Genau. Wir beginnen auf der Abenteuerkarte natürlich hier 121. Ja, ich denke, das wird schon passen. Ich hoffe, ich halte das Mikro jetzt auch weit genug weg, dass ihr mich gut hört und trotzdem nicht so ein krasses Rauschen habt. So, Metalhead. Was ist das da? Man kann das Ziel magnetisieren. Fügt ein, kann alle Ziele, hat eine Abklingzeit. Justice for All. Sondern kann alle verbrennen, hat eine Abklingzeit. Und Ace of Hearts verursacht sehr schweren Sonderschaden, verleiht dem Wirker Präzision, hat eine Abklingzeit. Also geil finde ich das schon, ne? 50% Präzision. Ich werde schon wieder hier angeschrieben. Okay. Kill them all. Lame. Ich wollte eigentlich Justice for All mal machen. Okay, es bringt ihn nicht um. Traurig, traurig. So, und falls ihr mich nicht hört, also dann schraubt einfach die Lautstärke ein bisschen höher. So, da haben wir auch schon gewonnen. Und ich würde sagen, wir kämpfen mal hier gegen 122. So, das dürfte eigentlich auch klappen. Team ändern. Du raus, du raus. Zack. Kämpfen. Erstmal will ich alle lähmen. Den verfehlt es natürlich, wie immer. Bei mir verfehlt immer irgendeiner. Okay. Machen wir das nochmal, damit zwei auch direkt down sind. Schadensreduzierung. Machen wir das da. Und weg. Boom. Das ist Metalhead. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir den doch direkt mal in der Arena aus, was der so drauf hat. Wir nehmen wieder die 3. Ja. Nee, nicht so gerne. Ja. Genau. Natürlich machen wir das also. Nee, Spaß, das wäre eine Schande. Nee, so. Ich wäre nicht. Ich wäre nur so ein bisschen meine Leute testen. Ich wäre gegen keine mit 5000 Dingern hier spielen. Ach komm, die kriegen wir schon irgendwie. Okay. Kill them all. Boom. Tja, blöd gelaufen. Und hat eine Abklingzeit. Kann das Ziel leben, hat eine Abklingzeit. Bazooka kann das Ziel leben, hat eine Abklingzeit. Und brennendes Projektil verursacht bei allen Gegnern mittelschweren Metallschaden und kann sie verbrennen, hat eine Abklingzeit. Das trifft alle. Boom. Ähm,
Mächtiger Anker machen wir, oder? Wasserattacken sind ja auch nicht schlecht. Moderaten. Wirkheit, Energie, Regeneration. Egal, scheiß drauf, passt schon. Genau, den einzigen, den es eigentlich treffen sollte, trifft es natürlich mal nicht. So wie immer. Brutaler. Ich will jetzt mal den White Walker wegbekommen. Shooting. Warte, was war denn das? Fügt einen hier. Genau, na, wenigstens trifft's ein. So. Boom. Eine schöne Heilung, muss man dazu sagen. Also, ja. Okay, das ist jetzt ein klitzekleines Problem. Komm, stirb. Tödliche Bazooka. Weg mit dir. Mächtiger Anker. Bumm. Lähmung ist zwar blockiert, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Okay. Der Bazooka-Typ ist hier aber auch nicht schlecht, das muss man ihm lassen. Egal, können wir auch einfach einsetzen. Ja, vielleicht sollte ich es ja mal treffen, ne? Wäre vielleicht eine Idee. Naja, Hauptsache gewonnen, würde ich da mal sagen. Hauptsache gewonnen. Und alle drei stehen noch. Das ist doch prima. So. Also, ihr könnt euch schon mal versichern, dass der Bazooka-Typi beim nächsten Mal als Let's Untest kommt. Sehr wahrscheinlich zumindestens. Und dann würde ich auch sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oder ein Abo da. Nochmal an Dominik, danke, dass du mir den Account zur Verfügung stellst, die dies nicht wissen. Er ist ein Abonnent, nicht der Dominik, der ab und zu mal mit dabei ist. Aber vielleicht wird dieser Dominik ja auch mal dabei sein und mitreden. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, wie schon gesagt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen oder ein Abo oben lassen. Abo dalassen, so rum, genau. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich lese alles. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!